Hinter Moderatorin Tanja Bülter liegen zwei schwierige Jahre, in denen sie gegen Brustkrebs gekämpft hat. Nun spricht sie offen über ihre Erkrankung und offenbart, dass aufgrund der Chemotherapien die Menopause eingesetzt hat. Tanja Bülter, 50, gab im Juli 2020 bekannt, dass sie sich nach 7 Jahren Ehe von ihrem Mann Nenad Ropniak getrennt hat. Daraufhin musste sie sich zunächst in ihrer neuen Rolle als alleinerziehende Mutter ihrer Kinder Nikolas, 14, und Nina, 9, zurechtfinden. Wenige Monate später folgte die Schockdiagnose, Brustkrebs. Jetzt offenbart die Moderatorin, dass ihr langwieriger Kampf gegen den Krebs mit einer Folgeerscheinung einherging, der Menopause. Tanja Bülter, Primo versetzte sie in die Menopause, 2 Chemotherapien, eine Strahlentherapie und eine Operation. Tanja Bülter musste sich aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung verschiedenen Behandlungen unterziehen. Womit sie nicht gerechnet hätte, ist, dass plötzlich die Menopause einsetzt. Ein Arzt erwähnte am Anfang meiner Chemo zwischen Tür und Angel, dass es sein könne, dass ich dadurch in die Wechseljahre komme. Ich hatte da gar nicht mehr dran gedacht. Und plötzlich bemerkte ich, dass ich meine Tage nicht mehr bekomme und ich Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen hatte, sagt die 50-Jährige gegenüber Bild. Aufgrund der Chemotherapien litt sie bereits unter Schwäche und Übelkeit. Das Einsetzen der Menopause mit all ihren Begleiterscheinungen setzte der Moderatorin zu. Normalerweise können den Symptomen der Menopause mit einer Hormontherapie entgegengewirkt werden. Punkt. Bei Tanja Bülter war dies jedoch nicht möglich, da es eher noch einen Krebs triggern würde. Es war Glück im Unglück, damit muss ich nun leider leben. Ich habe immer noch mit Hitzewallungen und trockenen Schleimhäuten zu kämpfen, fährt sie fort und verrät, dass ihr Letzteres während eines Dates einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Doch ihr Flirt, aus dem nichts Ernstes geworden sei, habe super lieb reagiert und sie selbst habe es mit Humor genommen.